damit übergebe ich Ihnen den. Ups. Damit haben Sie das Wort, Herr Professor Ruiz Rodriguez. Herzlichen Dank. Fein. Ja, ich freue mich besonders, heute hier zu sein. Ich erinnere mich noch an den März. Kollege Schmidt, ja, 3 Tage vorher haben wir die Veranstaltung abgesagt, die Plots waren gemacht, das war alles vorbereitet und das war jetzt ein langer Atem und ich bin unglaublich froh, dass wir das heute hinter uns bringen können. Das ist wie eine unerledigte Arbeit im Grundstück, im Garten oder sonst irgendwo oder irgendeine Leiche, die man im Keller hat und man hat sie ständig immer als Damoklesschwert über sich und ich bin unglaublich froh, dass wir das heute schaffen. Das hat durchaus Vorteile gehabt, denn wir haben jetzt ja 6 Monate länger Bearbeitungszeit gehabt, meine Mitarbeiterin Nele Grütherl und ich, sodass wir deutlich weiter sind als im März. Von daher hat das auch einen gewissen Vorteil. Ja, wie gesagt, wir wollen heute berichten über die Fließfahrtkarten und über die Starkregen-Gefahrenkarten. Wir sind eine relativ kleine Arbeitsgruppe. Frank Salfner, ich freue mich, dass du heute hier bist. Nele ist ja sowieso heute hier und ich. Ich danke euch ganz herzlich für euren Einsatz. Ich mache das lieber jetzt, ehe ich es am Ende vergessen, weil das kommt vom Herzen. Vielen Dank, dass ihr so gut mitgearbeitet habt. Das ist das Geheimnis für ein gutes Ergebnis. Im Prinzip ist die erste Folie heute Morgen von den Mitgestaltern abgearbeitet worden. Das heißt, ich muss sie nicht noch einmal vortragen. Ich will daraus nur eine Sache hervorheben, nämlich dass Starkregenereignisse kaum vorhersagbar sind. Wir kennen natürlich die Unwetterwarnungen des DWD, die werden immer besser, aber die räumliche Auflösung, das werden wir niemals schaffen. Heute Morgen wurde es gesagt, dass wir sagen, morgen wird in Sonnenberg um 14 Uhr werden 150 mm Niederschlag in 2 Stunden erwartet. Das ist absolut unmöglich, das werden wir niemals haben. Das heißt, wenn wir ein effektives Starkregenrisikomanagement verwirklichen wollen, so wie es die LAVA hier in seinen Strategien vorschlägt und so wie wir, denke ich, alle, die hier sind, auch gerne verwirklichen möchten, brauchen wir einfach unglaublich gute Vorabinformationen, um mit so einem Ereignis umgehen zu können. Bevor ich mich des Starkregens angenommen habe, habe ich mich im Bereich Hochwasser lange Zeit aufgehalten und ich kenne die Gemeinden am Mittelrhein und an der Mosel, die wissen mit 24 Stunden im Voraus, welchen Wasserstand erwartet wird und der Bäcker, der Metzger fängt an, seinen Laden auszuräumen, seine Theke hochzuheben. Das heißt, sie können sich vorbereiten. Sie haben die Möglichkeit, entsprechend zu reagieren. Das können wir bei Starkregen nicht. Von daher kommen diesen Instrumenten, die wir gleich Ihnen vorstellen werden, eine besondere Bedeutung. Dass wir müssen in irgendeiner Art und Weise auf dieses überraschende Ereignis gut vorbereitet sein. Und meiner Meinung nach sind die kommunalen Fließfahrtkarten und die kommunalen Starkregenkarten gute Instrumente dafür. Und die wollen wir Ihnen jetzt im Anschluss präsentieren. Heute Morgen sind die Radardaten schon zur Sprache gekommen. Frau Winterrath, Sie haben das Ereignis hier in Wiesbaden vom Juli 2014 mitgebracht. Ich habe es hier in 5 Minuten Auflösung. Sie sehen also, es ist nichts großartig Flächiges, aber irgendwann einmal werden Sie sehen, dass hier über den Taunus-Hauptkamm plötzlich sich rote Flecken bilden. Und rote Flecken heißt Intensitäten von größer 150 mm pro Stunde. Die Rambacher kennen es, die Kurhausbetreiber kennen es, die Betreiber der Tiefgarage kennen es, immense Schäden, die entstanden sind. Das sind die Ereignisse, über die wir reden. Und ich werde im Laufe des Vortrages nochmal auf die Radardaten zu sprechen kommen, denn wir werden diese Radardaten als Antrieb für unsere Simulation benutzen, die dann die Grundlage sind für die Starkregen-Gefahrenkarten. Damit sind wir einzigartig in Deutschland. Ich denke aber, dass wir damit Starkregen-Gefahrenkarten den Gemeinden zur Verfügung stellen, die sehr realistische Szenarien darstellen. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig für die Betroffenen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Auch ich habe Ihnen einen Streuselkuchen mitgebracht. Jeder hat heute seinen Kuchen. Auch wir haben Streuselkuchen. Sie sehen, wir haben Radardaten ausgewertet von 2006 bis 2014. Und Sie sehen, wir haben dort Intensitätsschwerpunkte, ausgesuchte Ereignisse mal aufgetragen. Ja, also es ist wirklich ein Streuselkuchen. Wir können keine Gemeinde hier in Hessen davon freisprechen, dass sie eventuell mal einen Starkregen abbekommt. Das geht einfach nicht. Das heißt, was schließen wir daraus? Starkregenrisikomanagement ist eine flächendeckende Aufgabe. Und das heißt, ja, was heißt das? Soll jetzt jede Gemeinde Starkregen-Gefahrenkarten machen? Das ist schon angedeutet worden, es ist durchaus schwierig, sie zu machen, es ist teuer, sie zu machen. Und deswegen haben wir uns entschlossen, hier in Hessen ein 2-stufiges Vorgehen. Die erste Stufe sind die Fließfahrtkarten. Da wird Nele gleich darüber berichten. Nele hat ein großartiges Werkzeug entwickelt, damit diese
Fließfahrtkarten relativ schnell und einfach erstellt werden können. Das wird die erste Stufe sein. Und erst in der zweiten Stufe, wenn man bestimmte Dinge identifiziert hat, wenn man eine Erkenntnis gewinnt hat, dann sagt man bewusst, okay, wir haben ein echtes Starkregenproblem, jetzt kümmern wir uns tiefer und wir gehen den nächsten Schritt der Starkregengefahrenkarte. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Ja, die Gemeinden sind heute Morgen angesprochen worden. Ich lebe ja hier in Hessen, aber ich kann sagen, ich habe Hessen wirklich fast komplett bereist. Mit Frank zusammen vor 2 Jahren. Wir haben die Befragung, die heute Morgen schon angedeutet wurde, die Befragung der hessischen Kommunen als Grundlage genommen und haben eine Vorauswahl an möglichen Pilotgemeinden vorgenommen und haben diese Gemeinden alle besucht. Und haben an den Örtlichkeiten, an der topografischen Situation, an der Form der Ortsteile versucht herauszubekommen, welche wahrscheinlich die besten Gemeinden sind, um hier als Pilotgemeinde zu dienen. Natürlich hatten alle diese Gemeinden, weil sie an dieser Umfrage teilgenommen haben, Erfahrung und sie waren sensibel genug für dieses Thema. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Sie sehen es hier schon, die Gemeinde Schotten, die Gemeinde Witzenhause ist angesprochen worden. Das waren unsere beiden ersten Pilotgemeinden. Vielen, vielen herzlichen Dank an die Gemeinden. Sie haben uns nach Kräften unterstützt. Der Termin mit Bürgermeisterin Schad in Schotten war großartig. Das war ein richtig schöner Termin, da haben wir großen Spaß gehabt. Das war fantastisch. Wir haben einen großen Erkenntnisgewinn, denn wir wollten nicht die Instrumente als Hochschule, so als Elfenbeinturm entwickeln, sondern wir haben immer den Kontakt zur Gemeinde gesucht. Die Nutzer sind es ja letztendlich, die unsere Karten, denen unsere Karten helfen sollen. Im Laufe des Projektes ist eine weitere Gemeinde dazugekommen, nämlich die Gemeinde Burghauen. Der Bürgermeister Sauerbier, ein unglaublich engagierter Kollege in Sachen Starkregen. Ich kann mich erinnern, wir sind einen ganzen Tag lang mit einer ersten Fassung der Fließfahrtkarte durch den Ort gelaufen und haben vor Ort geguckt, wo man Fließpfade umlenken kann, weil diese Fließpfade dummerweise genau mitten durch das Neubaugebiet gehen oder ähnliches. Das war unglaublich wertvoll, also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Und in diesem Jahr haben wir noch eine weitere Pilotgemeinde, hätte ich gesagt, die Stadt Wiesbaden haben wir dazu bekommen. Sie sehen, unsere Gemeinden sind in der Hauptsache ländlich geprägt. Und die Instrumente, die wir Ihnen heute vorstellen, sind primär gedacht für Gemeinden mit ländlicher Struktur. Für meine Kollegen, Ingenieure, wir haben einfach das Kanalnetz nicht berücksichtigt. Das heißt also, wir haben keine Kopplung von Oberflächenabfluss und Kanalnetz. Deswegen sagen wir, diese Instrumente sind primär erstmal gedacht für Gemeinden mit ländlicher Struktur. Dort sollte das Kanalnetz keine so riesige Rolle spielen. Nichtsdestotrotz sind wir neugierig, inwieweit man das trotzdem in urbane Gebiete anwenden kann. Und wir haben jetzt angefangen für die Stadt Wiesbaden, für die äußeren Ortsteile Fließfahrtkarten zu machen. Vielen Dank, Katrin, dass du uns unterstützt bei dieser Maßnahme. Und wir werden natürlich gegen Ende sicherlich auch mal hier im Bereich der Innenstadt Fließpfade machen. Das ist aber nur ein Versuch. Wir als Elfenbeinturm, als Hochschule können viel experimentieren. Das ist eigentlich unser Metier. Gut, genug geredet. Ich würde sagen, Nele, das war dein Metier. Du hast ein großartiges Werkzeug gemacht. Es liegt an dir, bitte die kommunalen Fließfahrtkarten zu erläutern. Danke dir. Danke. Genau, die kommunalen Fließfahrtkarten werden den Kommunen bzw. den Ämtern, die dafür zuständig sind, quasi fertig zur Verfügung gestellt. Dennoch ist es sehr wichtig zu sehen, welche Daten und welche Informationen überhaupt in den Karten enthalten sind. Das haben wir hier einmal aufgelistet. Das sind zum ersten natürlich die Gefälleverhältnisse im Gebiet, da es sich bei der kommunalen Fließfahrtkarte quasi um eine einfache Analyse des Geländes handelt, der Topografie. Wir haben festgestellt, dass das DGM1, also ein Geländemodell mit einer Auflösung von 1 Meter, am besten geeignet ist, um die Fließpfade auf der Karte darzustellen und das DGM5, also mit einer Auflösung von 5 Meter, am besten geeignet ist, um die Abflussrichtung auf der Oberfläche darzustellen. Dann haben wir die Bewirtschaftung der landwirtschaftlich genutzten Flächen mit einbezogen in die Karte. Ackerland ist da natürlich stärker gefährdet als Grünland durch die bestehende Bearbeitung. Wir wollten anfangs auch die Bearbeitungsrichtung, also quer zur Hangrichtung oder in Hangrichtung mit aufgreifen. Das ist allerdings ein Faktor, der ja sehr variabel ist und der in den Daten so auch nicht enthalten war und der dann halt bei der Interpretation vor Ort später nochmal eine besondere Rolle spielt, aber in der Karte jetzt erstmal nicht dargestellt ist.
Um das Ganze auf der Karte darzustellen, haben wir auf digitale Ortofotos zurückgegriffen und auf die ArtGIS-Daten und auch die Invecos-Datenbank, die beim Bodenerosionsatlas auch zugrunde liegt, ist hier noch eine mögliche Datengrundlage. Und als drittes haben wir weitere Nutzungen im Einzugsgebiet mit aufgegriffen, also zum Beispiel die Gebäude oder auch einfach die Darstellung der Straßen in Form von dem Kartenhintergrund. Auch da sind verschiedene Datengrundlagen nochmal möglich. Man sieht das Ganze hier auch nochmal grafisch aufbereitet, also alle Inhalte der Fließfahrtkarte nochmal Schritt für Schritt dargestellt. Als erstes ist die Geländeoberfläche in Form des rohen DGM1 ohne Bebauung dargestellt. In Zusammenarbeit mit den Pilotgemeinden konnten wir dann allerdings feststellen, dass wenn wir die Fließfahrtkarte nur mit diesem rohen DGM erstellen, die Ergebnisse doch eher unplausibel sind, da die Fließpfade dann natürlich durch die eigentlich bestehenden Gebäude auch einfach hindurchfließen. Deswegen sind wir hingegangen und haben im nächsten Schritt die Bebauung im Geländemodell nochmal ergänzt, quasi aufgestanzt, um dann, wie das hier dargestellt ist, die Fließpfade mit einer einfachen GIS-Routine ermitteln zu können. Zusätzlich haben wir die Gebäude nochmal eingeteilt in Gefährdungsklassen mit aufgenommen, also je nach Abstand zum Fließpfad innerhalb von 5, 10 oder 15 Meter farblich gekennzeichnet. Als nächstes dann, wie schon erwähnt, die landwirtschaftlichen Nutzflächen. Das Ackerland ist in den Farbtönen gelb bis rot dargestellt, da es natürlich stärker gefährdet ist. Und das Grün oder auch Gartenland oder zum Beispiel auch Streuobstwiesen, die in den ArtGIS-Daten so enthalten sind, sind eher geringer gefährdet und deswegen in verschiedenen Grüntönen dargestellt. Die Klassifizierung ist dann natürlich je nach Hangneigung, also hier in den Hangneigungsklassen unter 5%, zwischen 5 und 10%, zwischen 10 und 20 oder auch über 20% Hangneigung. Zusätzlich, um die Abflussrichtung auf der Fläche nochmal deutlicher zu machen, ist die Abflussrichtung in Form von kleinen Pfeilen dargestellt. Man sieht es aus der Entfernung jetzt hier wahrscheinlich nur als kleine blaue Punkte, aber später in der groß aufgelösten Karte ist das dann sehr gut zu erkennen, von wo das Wasser von den Landwirtschaftsflächen oder in welche Richtung das Wasser dann eigentlich abfließt. Das Ergebnis sind dann diese Fließfahrtkarten im DIN A0 oder auch DIN A1 Format, wobei der entscheidende Vorteil der Karten ist, dass sie sehr kostengünstig sind und leicht verständlich sind und dadurch einfach diese Einstiegsbarriere für die Kommunen in das Thema Starkregen deutlich herabsenken. Sie sind eine erste Entscheidungsgrundlage für ein weiteres Vorgehen und auch für erste Maßnahmenüberlegungen. Gerade in Burghauen, wie der Herr Rodriguez eben schon erzählt hat, konnten schon erste Maßnahmen auf Basis von den Fließfahrtkarten geplant und auch umgesetzt werden. Erste kleinere Maßnahmen, die dazu führen, dass Fließwege von außerhalb vielleicht nicht direkt auf das Neubaugebiet treffen, sondern umgeleitet werden. Die Fließfahrtkarten sind aber auch immer im Zusammenhang mit den realen Gegebenheiten vor Ort zu betrachten. Das liegt daran, dass die hydraulischen Strukturen wie Durchlässe oder auch Brücken, das Kanalnetz, Einlaufpunkte etc. nicht in den Karten enthalten sind und natürlich dann vor Ort ja, zu Veränderungen im Verhalten von diesen Fließwegen führen. Das ist bei den starkregen Gefahrenkarten anders und darauf wird der Herr Rodriguez jetzt noch mal näher eingehen. Vielen Dank, Nele. Das ist ganz lieb. Dankeschön. Ja, Sie sehen, meine Damen und Herren, das Wort ist gefallen. Das sind sehr kostengünstige Karten. Sie sind schnell zu erstellen. Man braucht eigentlich kein großartiges hydraulisches Know-how. Es reicht eigentlich mit der Fließkarte rauszugehen in die Gemeinde und einfach mit einem guten Geländegefühl unterwegs zu sein. So hat es Bürgermeister Sauerbier mit uns gemacht. Und das war erstaunlich, zu was er zu welchen Maßnahmen er gekommen ist, die alle absolut sinnvoll waren. Ja, jetzt ist es aber so natürlich, es kann sein, dass natürlich die Gemeinde, und das können Sie mit Hilfe der Fließfahrtkarte sehr gut beurteilen, dass einfach zum Beispiel sehr viele Fließpfade einfach in den Ort hinein zeigen. Das ist ein Hinweis dafür, dass es bei Starkregen natürlich zu einer starken Akkumulation im Ortskern kommt. Also vielleicht nicht gerade hier in Wiesbaden im Bereich der Kuckucksuhr, wo danach so eine Badewanne entsteht, aber dass diese Akkumulationsvorgänge werden mit Hilfe der Fließfahrtkarte schon eigentlich ganz gut dargestellt. Und wenn man das sieht, dann wäre es angebracht, den zweiten Schritt zu gehen, nämlich zu überlegen, eine kommunale Starkregengefahrenkarte in Auftrag zu geben.
Diese kommunale Staggering-Gefahrenkarte bedarf allerdings dann einer zweidimensionalen instationären Abflusssimulation. Bitte, wir wollen heute hier keinen hydrodynamischen Fachvortrag oder ähnliches beginnen. Also haben Sie bitte keine Angst davor. Aber Sie sehen an den nächsten Punkten, dass daran eine ganze Menge an Personenpower steckt. Sie müssen, um eine vernünftige Starkregen-Gefahrenkarte erstellen zu können, müssen Sie alle hydraulisch wirksam relevanten Infrastrukturelemente, die müssen Sie erfassen. Brücken, Brückendurchlässe, kleine Durchlässe, Gewässerquerschnitte, kleine Mauern, kleine Verwallungen. Denn die haben alle Einfluss auf das Oberflächenabflussgeschehen. Jetzt sehen Sie mir natürlich nach, das kann man beliebig detailliert machen oder beliebig grob machen. Und Sie sehen, das ist alles nicht ganz einfach. Auf jeden Fall ist das mit sehr großem Personalaufwand verbunden und das steigert schon mal gewaltig die Kosten. Vielleicht können wir uns merken, die Fließfahrtkarte, die wir eben gesehen haben, würde ich, wenn wir sie als Institut im Auftrag machen würden, würde ich sagen, wir würden sie Ihnen anbieten, so für 1.500 bis 2.000 Euro. Das ist jetzt bitte keine Vorabberechnung für die Gebühren des Hallnuck, um Gottes Willen. Würde ich einfach mal als Nummer nennen. Ich werde Ihnen am Ende sagen, was wir für eine starke Gefahrenkarte in Rechnung stellen würden. Das ist eine andere Größenordnung. Wichtig ist noch, und das ist ein besonderer hessischer Weg, den ich finde, wir werden als Antrieb für das Modell, für diese zweidimensionale instationäre Abflussströmung empfehlen, Radarniederschlagsdaten nämlich zu verwenden, nämlich historische Ereignisse. Wir sind davon überzeugt, dass die einfache Verwendung der COSTRA-DWD-Daten, so wie wir es für Kanalnetze kennen, so wie ich sie ja lehre an der Hochschule, um Kanalnetze zu dimensionieren, dass wir damit keine besonders realistischen Szenarien zustande bekommen. Deswegen unsere Empfehlung, Radar-Niederschlagsdaten dafür zu verwenden. Da ist heute Morgen schon darüber gesprochen worden, kann ich mir sparen, wie die zusammengesetzt werden. Das haben Sie wunderbar gemacht, wie immer. Frau Winterrath, vielen herzlichen Dank. Unsere Zusammenarbeit wird nicht aufhören, sie wird noch intensiver werden. Ja. So, hier haben wir, wie gesagt, Sie sehen hier unten das Schleuderzeichen. Das ist ein Hinweis dafür, dass wir eigentlich jetzt hier hydrodynamisch in die Tiefe gehen müssen. Das werde ich aber hier auf keinen Fall tun. Sie sehen hier an dieser kleinen Animation, wie solch ein Abflussvorgang, hier in dem Fall in der Gemeinde Ziegenhagen. Da haben wir einen Niederschlag angesetzt. Sie sehen unten am Gebietsausgang die Welle, die sich ergibt. Das Besondere ist die beiden Pilotgemeinden, die wir uns ausgesucht haben. Wir haben uns deshalb ausgesucht, weil am Ende der Einzugsgebiete ein Pegel zur Verfügung stand. Und wir konnten alles, was wir ausprobiert haben, an Verfahren, an Vorgehensweisen, konnten wir anhand abgelaufener Ereignisse, anhand historischer Ereignisse überprüfen. Und das gibt uns die Sicherheit, dass wir das, was wir Ihnen vorschlagen, tatsächlich zur realistischen Szenarienbetrachtung kommen. Das Wort Szenarium werde ich noch ein paar Mal benutzen. Das ist auch mit ein Grund. So, Sie sehen also, was das eigentlich ist. Ich werde am Ende den lieben Kollegen aus der Hydraulik, aus der Hydrologie ein Angebot machen. Da können wir gerne noch einmal zusammenkommen und dann können wir in die Tiefe gehen. Das hier ist, glaube ich, der falsche Rahmen, um uns über die hydrodynamischen Gleichungen zu unterhalten. Das werde ich also auf keinen Fall machen. Frau Hübner, Sie waren so lieb, Sie haben es schon erwähnt. Der Oberflächenabfluss bei Starkregen unterscheidet sich sehr stark von der Flusshydraulik. Und wir haben tatsächlich im Rahmen dieses Vorhabens festgestellt, dass die hydraulischen Ansätze, die wir in der Flusshydraulik verwenden, für den Oberflächenabfluss bei Starkregen nicht gelten. Das war ziemlich verheerend, das war sogar sehr verheerend. Sie sehen hier auf der rechten Seite, sehen Sie eins unserer Versuchsstände bei uns im Labor. Das ist ein wirklicher Starkregen, das ist ein Kurzrasen, den wir dort als Oberflächenrauheit getestet haben. Und das hat natürlich eine unheimliche Unruhe ergeben. Mit Erlaubnis der Hallnuck habe ich mich dann an das Land Baden-Württemberg gewandt. Dort bin ich Mitglied im wissenschaftlichen Beirat, wo es um Hochwasserrisikomanagement geht. Und die kümmern sich auch um die Starkregenproblematik und das Stellen der Starkregen-Gefahrenkarten und habe dort Alarm geschlagen. Weil dort gab es schon Karten, die gerechnet waren. Und dann kommt einer her und sagt, alles, was wir gerechnet haben, ist eigentlich nicht in Ordnung. Das war ein ziemliches Problem. Gut, in der Zwischenzeit, wir haben ja noch 6 Monate mehr Bearbeitungszeit gehabt, kann ich heute, glaube ich, mit einer Lösung aufwarten. Also wie gesagt, wir haben erst einmal festgestellt, dass die hydrodynamischen Ansätze, die wir in der Flusshydraulik benutzen, für vegetationsbehaftete Oberflächen einfach nicht gelten, bei Dünnschicht- oder Dünnfilmabfluss bei Starkregen. Wir können natürlich, die können genauso wie wir nicht warten können, bis sie 30 Jahre um sind, um mit Radardaten zu haben, können sie nicht warten, bis wir Hohlschen endlich so weit sind, dass wir neue Ansätze machen. Deswegen haben wir einen pragmatischen Weg gewählt. Das Land Baden-Württemberg hat der Universität Karlsruhe
eine Summe zur Verfügung gestellt. Ich habe mich angedockt mit meinen Messungen und wir haben gemeinsam eine Empfehlung ausgearbeitet. Im März hätte noch gestanden, voraussichtlich im April wird eine Empfehlung rausstehen, mittlerweile ist sie raus, wie man doch trotzdem mit den vorhandenen hydraulischen Modellen und der Anpassung der Rauigkeitsparameter erstmal zurechtkommt. Und es zeigt, das zeigen auch unsere Modellrechnung, weil wir am Ende des Gebietes eben einen Pegel hatten. Und an der Stelle muss ich mich nochmal ganz herzlich bedanken bei Stefan Wallisch von Brandgerdes Sitzmann hier in Darmstadt. Die haben noch vor dem 18.03. haben sie schnell für uns nochmal unser Gebiet nochmal überrechnet, weil wir hatten einmal ein Modell gerechnet, wir wollten eine Gegenrechnung haben. Und ich kann Ihnen sagen, wer als Hydrologe schon mal ein A-Modell geeicht hat oder kalibriert hat, das braucht etliche Schritte. Und beim ersten Schritt mit Hilfe der Radardaten, weil die räumliche Auflösung dann richtig war, konnten sie fast die Ganglinie nachfahren. Das war erstaunlich. Jeder hätte gedacht, das habt ihr gefaked, wie man heute ja sagt. Nein, das war tatsächlich so. Das gibt uns eigentlich sehr viel Mut. Und was sehr schön ist, wir haben sehr früh die Softwareanbieter in diese Erkenntnisse einbezogen. Und die führenden Softwareanbieter, die Modelle anbieten, um solche 2D-Simulationen zu machen, haben mittlerweile diese Erkenntnis in ihre Software eingebaut. Und die Modelle, die sie heute erwerben können oder die Updates oder die Versionswechsel, berücksichtigen diese Besonderheit. Es geht um wasserstandsabhängige Rauigkeitswerte bei vegetationsbehafteten Oberflächen. Am Ende, ich werde das nochmal hochhalten, wird es von uns Hinweise zur Berechnung und zur Erstellung von Starkregen-Gefahrenkarten für das Land Hessen geben, für die Büros und für die ausschreibenden Gemeinden. Der Textteil, der um dieses Thema geht, ist in den Empfehlungen der Baden-Württemberger Kollegen und uns identisch, weil wir es gemeinsam erarbeitet haben. Gut. So, jetzt lassen Sie mich für eine unserer Gemeinden mal so eine Simulation richtig zeigen. Das ist die Gemeinde Bröngesheim. Da ging es um einen 6 Stunden Niederschlag. Wir haben hier eine Simulationsdauer von 24 Stunden. Und Sie sehen, was mit dieser zweidimensionalen instationären Abflusssimulation gemeint ist. Man versucht einfach, diesen Abflussprozess auf der Fläche komplett abzubilden. Und wir haben hier, anders als bei den späteren Starkregen-Gefahrenkarten, haben wir auch die Tiefenstufe 3 bis 5 cm eingeblendet, damit Sie als Zuschauer sehen können, wie das Wasser sich auf den Flächen konzentriert und wie entscheidend die Flächen sind. Das können Sie also, es wiederholt sich immer wieder. Übrigens, fast alle Softwareprodukte bieten die Möglichkeit, solche Filme im Anschluss bereitzustellen. Das ist für die Sensibilisierung einmal der Bevölkerung schön, aber auch für diejenigen, die später bei Starkregen neuralgische Punkte anfahren müssen, sind solche Simulationen durchaus interessant. Das ist ein Abfallprodukt dieser Karten. Ja, kommen wir nun letztendlich zur Starkregen-Gefahrenkarte. Was ist die Starkregen-Gefahrenkarte? Sie haben eben diese Simulation gesehen und Sie gehen jetzt an eine Stelle oder an eine beliebige Stelle und merken sich während dieses gesamten Abflussvorgangs den höchsten Wasserstand, die größte Ausdehnung. Und das wird in der Karte dargestellt. Das ist die Starkregen-Gefahrenkarte. Und das ist jetzt die Starkregen-Gefahrenkarte für den Ortsteil Bröngesheim in der Gemeinde Schotten. Wir haben das auch für Rüdingsheim gemacht. Wir konnten uns nicht entscheiden, welches Ortsteil besser war, also haben wir beide gemacht. Und das ist, wie gesagt, die Starkregen-Gefahrenkarte. So sieht ihr dann aus. Auch in Abstimmung mit den Kollegen in Baden-Württemberg stellen wir die Wassertiefen 5 bis 10 cm, 10 bis 50, 50 bis 100 und größer 100 cm dar. Diese Dinge werden heute alle elektronisch mit GIS erstellt. Ich würde mir eine Initiative der LAVA wünschen, wo alle Bundesländer mal zusammenkommen und eine Einheitlichkeit der Starkregen-Gefahrenkarten, so wie wir es damals bei den Hochwassergefahrenkarten, dass sie das herbeiführen würden. Ich war jetzt einfach so frech und habe mich mit Baden-Württemberg sozusagen geeinigt. Ich kann Ihnen sagen, diese Zusammenarbeit wird auch weitergehen. Ich habe jetzt Kontakt aufgenommen zu den Kollegen in Bayern, zu den Kollegen in Rheinland-Pfalz, natürlich zu den Baden-Württemberger Kollegen. Und wir werden diese hydraulische Problematik auf jeden Fall noch mal weiter betrachten. Ja, lassen Sie uns mal vergleichen. Da haben Sie die Fließfahrtkarte und die Starkregen-Gefahrenkarte des gleichen Ortsteils. Es ist der gleiche Abschnitt. Ja, wie gut ist das eine, wie gut ist das andere? Man kann sagen, die Fließfahrtkarte, denken Sie, 2.000 Euro oder 1.500 Euro, wie wir sie nochmal machen würden, gegen Geld. Das ist diese Seite und Sie sehen da drüben die Starkregen-Gefahrenkarte. Etwa 70 bis 80% der Fließpfade, der späteren echten Fließwege werden von der Fließfahrtkarte identifiziert.
die Starkregen-Gefahrenkarte zeigt naturgemäß mehr Fließwege, weil es gibt Überlaufeffekte. Und da das hier eine reine geometrische Analyse ist der Oberfläche und das hier eine echte hydraulische Berechnung ist, das eigentlich rechtlich ganz klar. Ja, jetzt habe ich schon die 1500 und 2000 Euro gemacht. Die Starkregen-Gefahrenkarte würden wir beide anbieten für etwa 20, 25, 30.000 Euro. Das heißt, das ist der Preisunterschied. Deswegen die Fließfahrtkarte, ein flächendeckendes Instrument, günstig zu haben. Trotzdem kann man eine ganze Menge an Erkenntnisgewinn haben. Und wenn man merkt, oh, wir sind wirklich sehr stark betroffen, dann die nächste Stufe. Und dann muss man Geld in die Hand nehmen. Die Fördertöpfe sind heute Morgen genannt worden. Und dann, jawohl, die Fließfahrtkarte. Was bietet die Fließfahrtkarte? Entschuldigung, die Starkregen-Gefahrenkarten. Sie zeigt dann die Fließwege der Überflutung. Sie sehen das Wort Fließfahrt, so ein bisschen so, ja, Fließwege der Überflutung, dann die zu erwartende maximale Überflutungsausdehnung, die zu erwartende maximale Überflutungshöhe. Und eigentlich, wenn unsere Modelle wirklich super in Ordnung wären, könnte man eigentlich auch aus der zweidimensionalen Abflusssimulation auch die zu erwartenden Fließgeschwindigkeiten ableiten. Das geben die Modelle alle her. Natürlich sind wir neugierig genug, dass wir das machen. Bitte mit Vorsicht zu genießen. Aber ich nehme an, dass durch unsere Anpassung, die wir vorgenommen haben, da bin ich fest von überzeugt, dass die Größenordnung stimmt. Es geht darum, fließt das Wasser mit einem halben Meter pro Sekunde, ein Meter pro Sekunde oder fünf Meter pro Sekunde. Das sind die wesentlichen Unterschiede und das kann man hier auf jeden Fall erkennen. Ja, und ich denke, meine Damen und Herren, diese Starkregen-Gefahrenkarte ist die Grundlage einfach für eine effektive Flächen- und Bauvorsorge, das muss man hier absolut unterstreichen, weil wir haben keine Vorhersagezeiten. Und wenn man doch irgendwie mit dem optimalen Verhalten bei Starkregen reagieren will, Katrin, wir haben hier in Wiesbaden schon häufig über Brückenpatenschaften gesprochen. Ja, dann kann man mit Hilfe dieser Starkregen-Gefahrenkarte neuralgische Punkte identifizieren, die auf keinen Fall verstopfen dürfen, verklausen dürfen, weil dann die Situation schlimmer wird. Dann kann man mit Hilfe dieser Karte auch eine optimierte Verhaltensvorsorge initiieren. Ich denke, das ist durchaus gute Instrumente, um klarzukommen. Noch ein Wort zu den Radardaten. Wie gesagt, das ist unser Vorschlag, die Radardaten, also historische Ereignisse, als Input für die Modelle zu nutzen. Das ist etwas ganz Neues. Deswegen werden wir den Gemeinden und den Büros, wie gesagt, diese Hinweise zur Berechnung und Erstellung der Starkregen-Gefahrenkarten in Hessen zur Verfügung stellen. Dort wird vieles, was wir heute nicht gesagt haben, erläutert. Wir bieten weitere Unterstützungsdokumente an. Wir haben eine Starkregensammlung von 2006 bis 2014 als GIS-Dokumente schon mal vorbereitet. Das haben wir damals noch gemacht, als der DWD die Radardaten nur binär bereitgestellt hat. Binäre Dateien, wenn meine Kollegen die aufgemacht haben, sind immer umgefallen. Mittlerweile haben sie uns links überholt. Sie haben die reanalysierten Daten als ASCII-Datensatz. Es ist ein bisschen überflüssig, aber sie stehen bei uns zur Verfügung, können sie gerne abrufen. Wir haben in der Zwischenzeit eine Auswertung der Radar-Niederschlagsdaten gemacht, auch als GIS-Dokument. Und zwar haben wir ausgewertet, wo in Ihrer betrachteten Gemeinde für jedes Jahr von 2001 bis 2019 an welchem Tag und mit welcher Intensität dort Starkregen aufgetreten sind. Das ist wichtig, weil ich sage ja, Sie wollen diese Radardaten als Antrieb für Ihre Modelle nehmen, also brauchen Sie historische Ereignisse. Wie finde ich die? Dieses Dokument, mit Hilfe dieses Dokuments können Sie diese Ereignisse relativ schnell finden und sollten in Ihrer Gemeinde kein solches Extremereignis zu finden sein. Also gehen Sie mit mir in den Rheingau. Ja, wir wollen eine Starkregengefahrten machen für die Stadt Geisenheim und dort finden wir kein Starkregenereignis, macht nichts. Gehen Sie 20 Kilometer weiter nach Norden, gehen Sie nach Walluf, Oberwalluf, da war letztes Jahr und dann in diesem Frühjahr ein Extremereignis in Hattenheim, zwei Jahre davor. Und dann nehmen Sie dieses historische Ereignis und schieben es über Ihrer Gemeinde und machen Sie damit Ihre Karte. Denn wo das Ereignis letztendlich abregnet, wichtig ist, dass die Topografie, die örtliche Gesamtsituation übereinstimmt. Ich würde nicht empfehlen, dass Sie vielleicht einen Starkregen aus Nordhessen hier im Rheingau als Antrieb benutzen, aber einen Regen, Sie würden sagen, vielleicht doch oder nicht, weil die Auswahl ist wirklich riesig, wie man aus der Liste sehen kann. Ich denke, das gibt vernünftige Szenarien und etwas, was Sie sich auf jeden Fall klar machen müssen. Diese Karte, die Sie hier gesehen haben, ich versuche noch mal ein bisschen hier zurückzugehen.
Diese Karte ist ein Szenario. Dieser Karte, alle Durchlässe waren offen, alle Brücken waren offen, keins war verklaust. Ja, das ist ein mögliches Szenario. Also wenn Sie solche Starkregengefahrenkarten machen, da werden wir Hinweise geben hier in unserem Heft, müssen Sie über Szenarien nachdenken. Was ist, wenn dieser Durchlass oder dieser Durchlass verlandet ist, er ist nicht richtig unterhalten worden? Was ist, wenn dieser Brückendurchlass verklaust? Sie wissen ja, unsere Starkregenereignisse sind meistens mit Starkwind verbunden. Und das sind Szenarienbetrachtungen, die Sie machen müssen. Und deswegen relativiert sich so ein bisschen auch die Frage, ob ich ein Starkregenereignis aus Niederwalluf rüberschiebe nach Geisenheim und damit die Starkregengefahrenkarte mache. Ja, ich denke, Sie haben es geschafft. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und wir stehen für Fragen zur Verfügung.